Den Blick nicht zurück, sondern nach vorne. Klaus Toppmöller hat gesagt, wir können den UEFA Cup doch noch schaffen. Sie spielen noch gegen Rostock, Stuttgart, Hertha und Werder. Und die wollen ja auch alle dahin, also alles direkte Konkurrenten. Und wenn wir mal einen Blick auf die Bank werfen, da war wirklich von Sergej Juran bis Kötzle nur Offensivpersonal draußen. Also das zeigt schon, er will nach oben, er will noch in den UEFA Cup. Der Klaus Toppmöller. Der VfL von links nach rechts in den weißen Trikots. Kanariengelb, die Farbe der Hanseaten. Kracht hier gegen Barbares. Das ist er, der Barbares. Und 70 Sekunden waren da mal gerade gespielt. Erster Warnschuss für die Gastgeber hier vor 24.000. Den Hansa Rostock, es war klar, die wollten hier gewinnen. Die wollen nämlich auch in den UEFA Cup. Nur sie reden nicht so darüber. Sehr verhalten, die Bochumer im Aufbau. Viel Respekt, aber dann ein schöner Pass. Hoffmann auf Dickhaut. Und da kann ihn Marco Rehmer gerade noch so stören. Mirko Dickhaut, von dem wird im Laufe dieses Spielberichts noch einiges zu sehen sein. Gansauge. Wosch. Und wieder Hoffmann. Traumpass. Michalke. Das hat er sich zwar richtig ausgedacht, ins lange Eck das Ding zu ziehen, aber in der Ausführung haperte es dann doch etwas. Nach 25 Minuten schon der erste Wechsel. Gününoglu mit Wadenbeinprellung raus, für ihn Donkov rein. Also es hat sich bewährt, dass Klaus Toppmöller Offensivleute auf der Bank hatte. Von Rostock im Angriff nicht allzu viel zu sehen. Vielleicht jetzt mal Freistoß Barbares. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Marco Rehmer. Wer sagt denn, dass Defensivkräfte nur grobklötzige Fußballer sind? Fein gemacht mit der Hacke. Und dann wieder der VfL. So langsam fanden sie ein bisschen ins Spiel, aber das war immer noch alles sehr vorsichtig. Rehmer verlängert hier unfreiwillig auf Dickhaut. Schlechter Pass. Nochmal Dickhaut. Und da kracht es an den Pfosten. Unglaublich aber wahr. Das weiß Klaus Toppmöller wahrscheinlich gar nicht, wird ihn auch nicht interessieren. Aber das ist schon das 16. Mal in dieser Saison, dass Metall für Hansa Rostock rettet. Keine Mannschaft hat mehr Glück. Hoffen wir mal, dass in der zweiten Hälfte dann hell genug ist für das eine oder andere Tor. Die ersten 45 Minuten doch sehr mäßig. Es kam bei Rostock Igor Pamić für Michewski. Und dieser Pamić, das ist der Joker schlechthin in der ersten Liga. Der hat nämlich schon 5 Tore gemacht. Der VfL. Piekenhagen ganz sicher. Lang nach vorne. Michalke war das nicht, sondern Mamić. Sein Fehler. Jasser und Jens Dove mit Zug zum Tor. Und 0:1, 54. Spielminute, nicht ganz unverdient für eine spielerisch sicherlich bis dato bessere Mannschaft. Sein 4. Tor von Jens Dove, zuletzt hat er vor 5 Monaten getroffen und Igor Pamić, der Jubler, mit dabei. Hier, der Fehler von Mamić, Jasser schnallt es am schnellsten, schön gespielt auf Dove, der Zug zum Tor, keiner kann ihn mehr aufhalten und dann durch die Beine, unglücklich für Thomas Ernst. Aber ich denke mal, aus der Entfernung, den kann er nicht halten. 1:0 also für die Hanseaten. Und Klaus Toppmöller, der reagierte. Er brachte Buckley für Schreiber. Und diesen Buckley, den nennt Klaus Toppmöller liebevoll meinen Mini-Ronaldo. Und warum? Das werden Sie gleich noch sehen. Jetzt aber der VfL mit Wut im Bauch. Auf den Ausgleich drücken. Sundermann. Gegen Gansauge und der fällt der Sundermann. Was entscheidet Jörg Kessler in seinem 13. Bundesligaspiel? Der Mann aus Thüringen? Nö, nö, sagt er, da war wohl nichts. Wir schauen es uns nochmal an. Also den Ball spielt Gansauge nicht und ich denke mal, er hat auch den Sundermann berührt. Schwierige Situation, aber den Elfer kann man geben. Die anschließende Ecke. Wosch und Waldoch. Na, das wäre es gewesen. 3 Minuten nach der Führung für Hansa Rostock schon der Ausgleich. Und sie drängten weiter. Jetzt aber erstmal wieder Hansa. Mamić, Fehler. Jasser.
Und dann haben sie Schwierigkeiten, hinten rauszukommen. Denn da rückt Hansa Rostock immer wieder nach. Hier mit Rehmer, Barbares, Jens Dove, den kennen Sie ja schon. Dove, unglaublich, aber war eine Stunde gespielt, 2:0 für die Gäste. Da trifft er 5 Monate lang überhaupt nicht. Und dann macht er hier einen Doppelpack, Jens Dove. Er absolut unschuldig, Thomas Ernst, an diesem Treffer konnte er nichts machen. Schauen Sie, da ist ihm die Sicht ein bisschen verdeckt und dann passt er ganz genau. Aber wie war denn das in der Szene davor? Das schauen wir uns noch einmal an. Yasser spitzen den Ball zu Barbares und der war klar im Abseits. Also auch hier, das Tor hätte eigentlich gar nicht zählen dürfen, aber hätte, wenn und aber, es steht 2:0. Und das ist er, der Mini-Ronaldo. Buckley in der Mitte, Sundermann. 72 Minuten gespielt. Es lag sowas in der Luft nach dem Motto, wir geben uns nicht geschlagen. Der VfL kämpfte. Dickhaut. Tja, und da haben sich alle gefragt, warum schießt er nicht? Ganz einfach, der Ball ist ihm versprungen. Weiterhin der VfL. Sie drückten, sie kämpften. Und dreimal dürfen Sie raten, wer der Unglücksrabe war. Jawohl, wieder Mirko Dickhaut. Also der hatte heute wirklich das Pech an den Schuhen kleben. Und weiterhin der VfL. Jetzt fast so etwas wie Einbahnstraßenfußball. Mamic. Und endlich ist es geschafft aus Sicht der Bochumer. Endlich ist er drin. Da hat er seinen Fehler vom 0:1 wieder gut gemacht. Zoran Mamic, und eine Viertelstunde war noch Zeit, den Ausgleich zu schaffen. Dummerweise nur, dass die Rostocker in dieser letzten Viertelstunde noch nie ein Gegentor kassiert haben. Da stehen sie hinten gut, aber die Bochumer, sie sind stark in diesen letzten 15 Minuten. Michalke. Michalke und Piekenhagen. Sie drängten und drängelten auf den Ausgleich, aber irgendwie war da heute nichts zu machen. Stattdessen Konterchance für Hansa Rostock. Überzahlspiel. Pamic, Igor Pamic, Sie wissen schon, der Joker. Und was macht er? Unglaublich, sein 6. Joker-Tor, sein 7. insgesamt. Und jetzt wissen Sie auch, warum er nie von Anfang an spielen darf, weil er trifft halt immer, wenn er eingewechselt wird. 90. Minute, da war der Käse hier gegessen. Hansa Rostock gewinnt 3:1. Der VfL in der zweiten Hälfte, da haben sie toll gekämpft, aber Rostock ein bisschen abgeklärt. Sie gewinnen zum ersten Mal überhaupt gegen den VfL Bochum und Uwe Bornemeier mit den Ansichten und Meinungen eines Unterlegenen. Wir haben heute verdient verloren. Wir hatten uns so viel vorgenommen. Wir wollten mit dem Abstieg, mit dem heutigen Spiel eigentlich nichts mehr zu tun haben und jetzt müssen wir weiterziehen. Auch für Sie persönlich ein ganz dummer Abend. Ich habe da so mehrere Szenen in Erinnerung. Ja, wirklich ganz dumm. Ich kann das selbst nicht erklären. Klar will man jede Torchance reinmachen, aber ich habe totales Pech gehabt oder totales Unvermögen. Ich weiß nicht, ich habe die Kiste nicht getroffen. Ich konnte das Spiel heute allein gewinnen. Das Geheimnis der Erfolgsgemeinschaft Hansa. In Bochum gelang schon der 5. Auswärtssieg dank Rostocker Tugenden. Hansa ist spielstark. Keine Mannschaft außer den Bayern erzielte mehr Tore aus dem Spielverlauf. Doves 1:0, bereits das 14. Kontertor. Spitze in der Liga. Heute war es extrem. Bochum ist fast die gleiche Mannschaft wie wir. Die spielen auch auf Konter. Wir haben in der ersten Halbzeit auch ein bisschen Glück gehabt. Beim 2:0 nachher haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, aber das gehört dazu. Hansa hat den Joker der Liga, Igor Pamic. Sein 8. Treffer war bereits Hansas 10. Joker-Tor auf dem Weg nach Europa. Das ist mein, wie heißt es in Deutsch, Richtung oder was, meine Spezialität? Oder? Ja. Die Fans singen vom UEFA Cup. Wann singen sie endlich mit? Naja, das ist ja das ewig Gleiche. Ich habe ja nie gesagt, dass wir das nicht schön fänden würden, so etwas zu erreichen. Aber darum kann es überhaupt gar nicht gehen. Es geht nur darum, jedes Spiel konzentriert anzugehen und zu gewinnen.